Liebe Rubbelfreunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Sonntagsglück. Vor uns liegen schon eine Menge Lose und vor allen Dingen zwei Rubbelhilfen. Was könnte das heißen, Rubbelfreunde? Das heißt, dass ich nicht alleine bin. Ich habe die Rubbelkönigin im Schlepptau. Hallo Rubbelfreunde. Ja, wir werden uns heute duellieren. Denn wir kommen hier aus dem Duellmodus gar nicht mehr raus. Im letzten Sonntagsglück hat das Platin 7 Los sich mit dem Magic Pearl Black Label losgebettelt. Und heute ist für mich so eine kleine Aufholjagd geplant. Denn im letzten Duell hat die Rubbelkönigin gewonnen. Ich wollte gerade sagen, was der Rubbelkönig als Duell definiert, definiere ich als Niederlage für ihn. Oh, das sind, also man merkt, die Stimmung ist angespannt. Hier liegt Feuer in der Luft, denn ich habe wirklich Boden wieder gut zu machen. Die Duelle gegen die Rubbelkönigin sind mehrheitlich nicht für mich ausgegangen. Vor allen Dingen das letzte, ne? Im sechsten Sonntagsglück, da habe ich... Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Es hat, ja, es wirklich. Es haben mir nur ein paar Euro gefehlt, dann hätte ich dich gehabt, aber naja. Ich glaube, es waren 15 zu 12, also wirklich minimal. Ja, da lassen wir ja jetzt mal das Salz in die Wunde streuen. Und heute ist wieder Matchday, Rubbelfreunde. Wir haben uns eben im Vorfeld darauf geeinigt, dass der Verlierer anfangen darf. Und das heißt, ich lege vor. Das wissen die Rubbelfreunde, das musst du nicht sagen. Wir schauen uns aber erst noch mal ganz kurz die Lose an. Auf der linken Seite sind meine Lose. Ich habe hier wirklich wieder Schätze rausgesucht. Das Platin 7 Rubbel los. Damit werde ich nämlich die Königin schlagen. Und das wird noch so umso erniedrigender, könnte man sagen, in dem ganzen Duell. Denn mit dem Los habe ich sonst nicht so viel Glück. Bau auf die Kralle X20 Cash-Pyramide. Wir gehen sie doch gleich noch mal alle durch, Rubbelfreunde. Rubbelkönigin, willst du was zu deinen Losen sagen? Ja, ich habe mich diesmal für weniger Lose entschieden. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon. Weniger Lose als du. Und habe auf die 1-Euro-Lose komplett verzichtet und habe mir die Größen des Portfolios der Rubbellose rausgesucht, nämlich die Magic Pearl, das Cash King. Ja, das liegt da so leicht verborgen, genau. Noch, ne? Dann mein Lieblingslos, die heiße 7, also wirklich schon seit Jahren mein Lieblingslos, da lässt sich auch kein neues Los, rüttelt da an diesem Platz. Die Rubbel, die 7, sehr spannend. Und die goldene 7, weil mit der hatten wir auch immer gute Erfahrungen. Immer gute Erfahrungen, ja. Ich denke, wir spannen die Rubbelfreunde nicht weiter auf die Folter. Hören auf rumzulabern. Das Intro ist ja, es schlägt ja schon alles hier. Ich beginne mit Runde Nummer 1. Die Lose der Königin können hier mal schön bei, die Nieten der Königin meine ich natürlich. Deine Rubbelhilfe und jetzt ist es soweit. Im letzten Duell habe ich auch mit einem großen Los angefangen und wollte damit Druck aufbauen. Das hat ja eher so semi-gut geklappt, ne? Wie ihr euch erinnern könnt. Wir spielen übrigens 10 Euro Einsatz pro Runde und deshalb ist meine erste Runde, oder deshalb ist meine erste Runde, besteht aus diesen schönen Losen jeweils 5 Lose, Funny 7 und fette Beute. Und hiermit lege ich jetzt mal vor, ach, sie sehen einfach schön aus. Wie funktionieren die Lose, Rubbelfreunde? Mittlerweile wisst ihr das ja schon. Wir haben hier zwei Glückssymbole. Das ist einmal hier ein Bogen und ein Platt. Und wenn wir diese jetzt hier wiederfinden, haben wir den darunter stehenden Betrag gewonnen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man hier eine Eule errubbelt. Dann sind alle 6 Beträge gewonnen. Tatsächlich kam ich schon mehrfach in den Genuss. Jetzt hier haben wir Bogen und Platt. Naja. So fängt's an. Ich wollte das Eis eigentlich mit einem Gewinn brechen, aber der Eisbrecher ist noch nicht aktiv. Wolke und Baum. Sonne, Platt, Blume. Das ist natürlich hier Sack, Käfer und Bogen. Die Eule lässt mich gerade noch im Stich, aber es ist die erste Runde. Ich will hier nicht auf dramatisch tun, denn es gibt noch wirklich... Warum machst du es denn? Das ist eine gute Frage. Es gibt noch wirklich viele Chancen, hier was zu erleben. Und ich glaube, heute werden wir was erleben. Ich habe in der Nacht von gestern auf heute so über dieses Duell nachgedacht und geträumt. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Was mich ein bisschen umstimmt, ist natürlich, dass ich das jedes Mal hatte. Sonne und Platt. Käfer, Blume. Beim letzten Mal hat die Rubbelkönigin ja das Pac-Man Los unter anderem gehabt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, denn das Los ist natürlich auch geeignet dafür, dass man mal einen Gewinn übersieht. Heute hast du leider kein Los, wo ich glaube, dass du was übersehen wirst. Ich will das alte Thema nicht wieder aufmachen, weil ich glaube, die Rubbelfreunde wissen ja selber, wer von uns was übersieht. Naja. Da bist du still, ne? Da bin ich still. Wolke und Käfer. Und wir haben hier nichts getroffen. Das ist aber wirklich... Ja, dann
Machen wir weiter mit den Funny 7 Rubbellosen. Die sind so funny. Und hier brauchen wir die 7. Nein. Also, das gibt's doch nicht. Eine 7 ist jetzt wirklich überfällig. 9 und 2, 3, 8. Nee. Funny 7 los Nummer 3. Hast du oft noch an das Duell gedacht, nachdem wir es absolviert haben? Ja, ziemlich. Ich habe ja gewonnen und als Sieger denkt man ja immer gerne an seine ruhmreichen Momente zurück. Wow, mein erster Euro. Katsching, 1 Euro. Jawohl. No, das gibt's doch nicht. Jawohl, 2 Euro. So muss das hier laufen. 2 Euro vorgelegt. Das ist natürlich wirklich, das ist eine Hausnummer. Ich muss sagen, ich bin mir heute nicht so siegessicher. Ich habe ein bisschen... Noch ein Euro. Und noch ein Euro. 4 Euro. Jawohl. Also ich habe wirklich alles richtig gemacht in der ersten Runde. Rubbelfreunde, das war wirklich eine schöne erste Runde. 4 Euro. Ja, ich hole es einfach nochmal ins Bild. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, was du so rausrubbelst. Und deswegen machst du jetzt mal fix weiter. Rubbelfreunde, meine erste Runde und ich habe mir das Cash King Los rausgesucht. Das oder eins von den zwei 10-Euro-Losen, welche ich in meinem Portfolio habe. Ich bin nämlich zugegebenermaßen ein bisschen nervös geworden, weil der Rubbelkönig so gut vorgelegt hat. Das sind wir alle ja gar nicht von ihm gewohnt. Ja, unverhofft kommt oft, sagt man. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das gleich hier bei dir laufen wird. Vorher noch eine wichtige Info. Bei Rubbellosen handelt es sich um Glücksspiel. Die Teilnahme ist ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Daher aufpassen, liebe Rubbelfreunde. Und jetzt, Rubbelkönigin, bist du dran. Zeig uns mal, was im Cash King los drinsteckt. Das mache ich, Rubbelfreunde. Wir suchen dreimal den gleichen Betrag in einer Reihe. Wenn wir den finden, haben wir den gewonnen. Und über den Cash-Faktor können wir noch einen Multiplikator finden. Und hoffentlich vermehrfacht sich dann das, was wir gewonnen haben. Ich auch bin noch so gespannt. Ja, ich wäre schon gut, wenn wir so einen großen Multiplikator hätten, so mal 5 oder so. Ne? Ich sag mal, dann sieht es relativ schwierig aus. Für den Rubbelkönig aber genug geredet. Wir rubbeln jetzt drauf los mit unserer ersten Reihe. 50 Euro sieht schon gut aus, hat gut angefangen, geht aber nicht so gut zu Ende, Rubbelfreunde. 10.000 Euro, 20, 50. Ich sag so, mit 20 Euro bin ich super zufrieden. Dann habe ich nämlich einen ordentlichen Vorsprung. Das stimmt. Das ist mit kleineren Losen, die ich ja vermehrt habe, natürlich auch schwieriger aufzuholen. Wenn einer von uns in den größeren Losen gut vorlegt, dann sieht es für den anderen mau aus. Das stimmt. Und wir sind schon bei Reihe 5 und konnten bisher noch keinen Gewinn realisieren. Also ich will mal sagen, mau ist nicht das richtige Wort. Es ist mau. Traurig. Traurig. It's a sad, sad ich muss world. Mich gerade nochmal selber versichern, dass wir wirklich noch nichts gewonnen haben. Aber Rubbelfreunde, ich habe wirklich kein gutes Gefühl heute. Wir machen es ja eh so wie beim letzten Mal, dass ich da nochmal drüber schaue, dass die Rubbelkönigin da auch keinen Gewinn übersieht. Klar. Da bin ich ganz Gentleman. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Rubbelfreunde. Was würdet ihr dazu sagen? Sollen Sie es in die Kommentare schreiben? Schreibt es bitte in die Kommentare, ja. Ja, ich möchte ja immer gerne wissen, was ihr so denkt. Und da ist natürlich das einzige oder die einzige Möglichkeit für uns oft, das aus den Kommentaren rauszulesen. Also bitte schreibt alles Mögliche in die Kommentare, wenn ihr das möchtet. Wir sind 4 jetzt, Spiele noch. Also unglaublich, ne? Bei Reihe 9 und haben noch keinen Gewinn. Was soll das? Wir haben schon zweimal 200. Das wäre krass, oder? Das wäre wirklich krass. Das Cash King los habe ich ja auch schon mal weggerubbelt ordentlich. Das war mir natürlich auch eine Ehre. Ich habe damit natürlich gewonnen, klar. Ich meine, schaut euch Sonntagsglück an, Rubbelfreunde. Das Los ist mir einfach ja. In Händen geschmolzen wie warme Butter. Reihe Nummer 11. Wieder kein Gewinn. Wir suchen auch wirklich dreimal den gleichen Betrag und nicht zweimal, ja? Ja. Da sind wir uns alle sicher. Da sind wir uns einig. So will es das Reglement. The Regels sind the Regels. Letzte Chance, Rubbelfreunde, mit diesem Los einen Vorsprung zu erzielen. Aber irgendwie soll es nicht sein. Miete. Es ist eine... Ich kann es kaum fassen. Jawohl. Guter Zwischenstand. Ich bin heiß. Jetzt gibt's Bar auf die Kralle. Vor mir liegt jetzt 5-mal das Bar auf die Kralle los. Und ich glaube, es wird einfach hier wirklich ein Rubbelfest. Das Warum ist auch, bist du so fröhlich? Ich bin einfach fröhlich. Es ist einfach schön, ne?
Ich rubbel gerne, meine liebe Frau sitzt mir nicht gegenüber, aber nebenan und ja, es macht einfach Spaß. Beim Bar auf die Kralle los, da werde ich ja auch immer zum Tiger, Rubbelfreunde, das ist ja hinlänglich bekannt. Hier benötigen wir ein Tiger-Symbol, um was zu gewinnen unter den Tatzen. Ich glaube, du kannst emotional nicht damit umgehen, dass du vorne liegst. Meinst du? Mhm. Kroko und Pferd. Stier. Und ein Tiger. Ja. Rubbelfreunde. 2 Euro im Sack. Hippo. Der Kung-Fu-Panda ist auch am Start. Ein Adler. Das passt natürlich auch wieder mal. Und ein Affe. Ja, aber der Tiger. Komm, hier auch gleich den QR-Code frei. Das ist einfach ein Fest. Ja, Wollo. Dann kommt gleich das zweite Bar auf die Kralle los hinterher. Also mit so ein bisschen Rückenwind rubbelt sich's natürlich auch wirklich angenehmer. Ja, aber mach dich nicht unsympathisch jetzt, ne, bei mir. Nein. Pferd. Stier. Wieder der Panda. Ein Affe. Kroko und eine Ziege. Hm, das war jetzt nix. Alle guten Dinge sind 3. Deswegen erleben wir jetzt hier auch nochmal einen fulminanten Gewinn. Panda, Ziege, Stier, Pferd, Hippo und Elefant. Okay, so fulminant war der Gewinn doch nicht, wie ursprünglich angenommen, Rubbelfreunde. Ein Äffchen. Wenn du gewinnst, bleibt er ja immer noch in der Familie, ne? Aber, puh. Ja. So, 6 Symbole haben wir schon von 8. Hippo und Adler. Nein. Wir sind jetzt beim letzten Bar auf die Krall los des Duells. Ne? Du hast auch keine mehr davon. Nein. Diese schlaue Wahl habe nur ich getroffen, dieses loszunehmen. Und ich wurde auch nicht enttäuscht hier, Rubbelfreunde. Adler, Pferd. Ziege, Affe. 2 Chancen sind es noch. Einmal der Panda und der Elefant. Elefant. Der Elefant. Ja, 4 Nieten, aber ein Gewinn. 2 Euro mit dem Tiger-Symbol. Somit baue ich meine Führung selbst. Verständlich weiter aus und das stimmt mich äußerst positiv. Ob die Rubbelkönigin jetzt noch was nachlegen wird, ich weiß es nicht. Das wird sie. Ich sag mal, wir werden sehen. Runde Nummer 2 für die Rubbelkönigin, liebe Rubbelfreunde. Ich bin aufgeregt und ich bin motiviert. Ich bin motiviert. Es muss jetzt was passieren. Deshalb 2-mal mein All-Time-Favorite, die heiße 7. Ich baue auf dieses Los. Ich baue einfach drauf. Für das Los bist du ja Feuer und Flamme. Bin ich. Ich bin Feuer und Flamme für die heiße 7. Ja. 2-mal die heiße 7 und 2-mal rubbel die 7. Ein wunderschönes neues Los von Lotto Hessen. Mit einer wunderschönen Rubbelfläche, auf die ich mich sehr freue, diese jetzt aufzurubbeln. Deswegen fangen wir auch damit an. Es ist auch ein Erlebnis. Es ist wirklich ein Erlebnis und es lässt sich sehr gut rubbeln. Ja, das ist richtig. Finde ich persönlich. Finden wir die 7, haben wir den darunter stehenden Betrag gewonnen. Finden wir die 77, haben wir den darunter stehenden Betrag mal 7 gewonnen, Rubbelfreunde. Also ist klar, wir suchen nach einer 77, oder? So ist es. Rubbelfreunde. Bei dem Los hatte ich ja auch so einen kleinen Fauxpas bei der Farbe des Loses. Da habe ich die falsche Farbe genannt. Da war meine Farbkunde nicht ganz so gut dabei. Aber am Ende wurde nur alles aufgeklärt. Das ist wichtig. Bis jetzt habe ich nur eine 77 gefunden und eine 7. Das sind aber beides mal die Beträge. Steht nämlich ein Eurozeichen dahinter, Rubbelfreunde. Das heißt, wir haben nicht gewonnen. 7.777. Eine Niete. Puh, ich hoffe, die heiße 7 kann was retten. Ja, die heiße 7 ist eine Bank, also da bin ich mir auch sicher, da wirst du mindestens bei 2 Losen gewinnen. Ich werde doch nicht mit 0 aus diesem Duell rausgehen. Nein. Na, mal gucken, Rubbelfreunde. Nein, sagt der Rubbelkönig und freut sich schon. Wir suchen eine 7, dann haben wir den daneben stehenden Betrag gewonnen. Oder eine 7 in Flammen, dann verdoppelt sich der daneben stehende Betrag sogar. Wir suchen keine 8, Rubbelfreunde. Keine 2 und keine 3. Belastend, langsam. Jetzt weiß ich, wie der Rubbelkönig sich immer gefühlt hat. Oh, das ist so böse, ey. Niete. Niete. Womit machen wir weiter? Mit der Rubbel die 7. Rubbel die 7. Hier finden wir jetzt unsere 7. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Am
Am Anfang haben mich dann die Beträge manchmal so ein kleines bisschen irritiert. Als eine 7 stand, habe ich ganz kurzfristig gedacht, oh, es läuft. Eine 7. Wir haben eine 7, Rubbel, Freunde. Ich kann es kaum fassen. Ich musste erst mal zweimal hingucken. Wir haben eine 7. Wir haben etwas gewonnen. Und zwar ganze 3 Euro, Rubbel, Freunde. Dein erster Gewinn. Unser erster Gewinn in diesem Duell. Und ich dachte schon, es wäre verloren. Ich dachte schon, es wäre verloren, Rubbel, Freunde. 7. Eine 7. Die heiße 7 muss uns jetzt Glück bringen. Die lässt sich übrigens, by the way, auch richtig, richtig, richtig toll rubbeln. Für das Rubblerherz. Geht einem das Rubblerherz auf. Nützt aber nichts, denn es ist leider eine Niete. Ja, somit haben wir ein Zwischenergebnis. Die genauen Zahlen interessieren eher nicht, aber ich liege noch vorne. Aber sie sind ja auch oben eingeblendet, liebe Rubbelfreunde. Ja, das stimmt. Und da werdet ihr sehen, dass der Rubbelkönig und ich gar nicht so weit auseinander liegen. Runde Nummer 3 und ich gehe ins Rennen mit den 2x20-Losen. Jedes Los kostet folglich 5 Euro. Und hier begeben wir uns auf der Suche nach Glückszahlen und haben dann noch sogar einen Multiplikator dabei. Also es kann eigentlich nur schön werden. Wir rubbeln erstmal die Glückszahlen auf das Los. Habe ich gefühlt länger schon nicht gerubbelt. 25, 30 und 14 und 12. Den Multiplikator machen wir am Ende. Weiß mich nochmal drauf hin, falls ich es vergessen sollte. Auf jeden Fall. 25, 30, 14 und 12. Also die Zahlen, die können eigentlich was. 21, 20, 28, 13 und die 27. Ja, das war nix. 24, nee, haben wir auch nicht, ne? 19, 28, 23 und hier die 22. Auch nicht. 17, 29, 11, nochmal die 29 und die 26. Jetzt kann man nur hoffen, dass ich was übersehen habe. Multiplikator mal 20. Ja. Rubbelfreunde, was soll ich sagen? Das ist folglich eine Niete. Aber das Glück kommt ja hier bekanntlich im Doppelpack. Wir haben noch einmal die Chance, beim X20-Los was zu reißen. 17, 18, 23, 22. Und hier, weißt du, was hier das Gute ist? Hm? Lass dir das mal von einem erfahrenen Rubbelfreund erklären. Ich kann es kaum erwarten. Die Zahlen liegen ja alle sehr nah beieinander. Ja. Und das ist im Prinzip schon ein Gewinn. Das ist im Prinzip schon ein Gewinn, okay. 30, 12, 28. Naja, naja. 19, nee. Ja, ja. Ja, die liegen sehr nah dabei. Das stimmt, scheiße. Ja. Wirklich nah. Drei Zahlen sind es noch. 12, 21 und zum Schluss die 16. Ja. Multiplikator hat gestimmt zweimal. Ja. Damit hätte ich alles niedergewonnen. Das stimmt. Aber so passiert da leider gar nichts. Rubbelfreunde, jetzt bin ich ja fast ein bisschen emotional geworden hier, ne? 2 Nieten leider in meiner 3. Runde. Mir ahnt da Böses, aber komm, jetzt wollen wir sehen, was die Rubbelkönigin hier auf den Tisch bringt. Weil so schön war in Runde 2, liebe Rubbelfreunde, jetzt auch nochmal in Runde 3. Zweimal rubbel die 7 und zweimal die heiße 7. Ich muss nicht mehr dazu sagen, ich glaube, ich habe eben alles gesagt, was zu sagen war. Ja, viel reden hilft ja nichts, lass doch mal Taten sprechen. Finden wir eine 7, Rubbelfreunde. Ich hoffe es für uns. Ich rubbel immer schon mal den QR-Code mit frei, weil ich davon ausgehe, dass es ein Gewinn ist. Und auf den letzten Metern, diesmal aber leider kein Gewinn. Bei der grünen rubbel die 7. Grün ist ja bekanntlich die Farbe der Hoffnung und davon brauchst du eine Menge gerade. Davon brauche ich in der Tat gerade wirklich eine Menge. Auch hier rubbeln wir den QR-Code mit frei. Man weiß ja nie, Rubbelfreunde, man weiß ja nie. Und was sehe ich da? Eine 7. Rubbelfreunde, eine 7. Uhuhu, da freuen wir uns aber ganz doll. Da freuen wir uns. Meine Rubbelhilfe ist schon voller Glitzer, Rubbelfreunde. Das seht ihr gar nicht in der Kamera. Weiter geht's mit der heißen 7. Hier finden wir jetzt auf jeden Fall eine 7 oder sogar eine 7 in Flammen. Ich habe es im Gefühl. Und mein Gefühl täuscht mich nicht. Nein, nein. Oh. Mein Gefühl täuscht mich nicht.
Den Gewinn rubbeln wir zum Schluss frei, nur um dem Rubbelkönig eins auszuwischen. Oh. Der bankt nämlich jetzt hier um seinen ersten Rang, Rubbelfreunde. Wir legen das kurz das beiseite. Das gibt's doch gar nicht. Wir legen das kurz beiseite. Rubbelfreunde, hier auch. Finden wir noch eine 7? Bin gespannt. Ich bin gespannt. Es sieht nicht so aus. Das scheint eine Niete zu sein, Rubbelfreunde. Was haben wir in unserem anderen heiße 7 losgewonnen? 2 €. Okay. Puh, Rubbelfreunde, 2 €. Weißt du, was ich nicht verstehen kann? Hm? Weißt du, wie der aktuelle Spielstand gerade ist? Du liegst vorne. Ich weiß. Das ist so unglaublich. Lass mich an den Tisch jetzt ran da. Runde Nummer 4 und ich bin am Drücker. Viel hilft viel, habe ich mir gedacht. Deshalb rubbel ich jetzt 5-mal das Cash-Pyramide los. Es ist ein 2 € los. Es ist wirklich schön. Es macht auch Spaß. Wir rubbeln hier die Pyramide frei. Wir benötigen 3 gleiche Beträge in einer Reihe. Und dann haben wir noch die Chance, dass sich unser Gewinn multipliziert. Nur jetzt ist es halt an der Zeit, wo wir uns so viel... Ach, es glitzert überall von meinem Gewinn aus der Rubbel 7. Ja, wo wir uns so viel Fissematent nicht mehr erlauben können. Es müssen jetzt hier die Zahlen müssen stimmen. Ich meine, kennt ihr das, wenn man hier so an der Konsole spielt und ein Kumpel oder jemand anders sagt dann so, jetzt spiele ich erst ernst. Das ist gerade dieser Moment bei mir. Vorher war das alles nur Spiel, Spaß und Spannung. Oh, kennt ihr das, wenn dieser eine Kumpel das aber auch nur sagt, wenn er verzweifelt ist? Schweig still. So, die 20. So, habe ich was übersehen. Gutes Los, Rubbel, die 7. Gutes Los, Lotto Hessen. Da warst du ja am Anfang unsicher, ob du dir das aussuchen sollst, ne? Das ist richtig, ja. Aber ich fand es so wunderschön von der Rubbelfläche her, dass ich es unbedingt haben wollte. Die glitzert nämlich so schön. Ich habe mich so in Sicherheit gewogen. Das war der Fehler. Das alles wurde hier jetzt die 40 € oder die 15 €. Cash-Pyramide. Naja. Noch ist alles offen, Schatz. Noch ist alles. Ja, es ist alles offen. Es ist wie beim Fußball hier. Auch in der Nachspielzeit kann man hier noch treffen. 15, 15 und 80. Da hättest du jetzt aber sparsam geguckt, ne? Da hättest du sehr sparsam geguckt, ja. Hätte ich dir jetzt hier so einen 15er vor den Latz geknallt. Reihe Nummer 4. Nee. Reihe Nummer 5. Und... Nein. Oder? Nee. 2 Cash-Pyramide-Lose habe ich noch. Und die werde ich jetzt auch ausgiebigst rubbeln. Gewinn ist überfällig. Genauso wie, dass ich mal so ein Duell hier gewinne. Schatz, noch ist das Duell nicht vorbei. Nein, ich male ja auch noch nicht einen Teufel an der Wand. Nee? Natürlich nicht. Denn hier, die 4. Jawohl, 4 €. Rubbelfreunde. Der Rubbelkönig rubbelt sich in Führung. Ich bin zurück. War nie wirklich weg, hab mich nur versteckt. So. Die letzten Jahre bei jedem Duell, oder? Ja, ich habe auf den richtigen Markteintritt gewartet, sozusagen. Ach so. Und das letzte Cash-Pyramide los, weil es so schön war. Nochmal 4 €. Nein. Rubbelfreunde. Und hier 2 €. Und nochmal 2 €. Weißt du, was ich hier in der Reihe habe? Hm? Nochmal 2 €. Ja, in der letzten Reihe nichts, aber 4 plus 2 plus 2 plus 2 macht 10 €. Ich bin sehr gespannt, ob du es hinkriegst. Natürlich kriege ich das hin. 14 € gewonnen mit den beiden Cash-Pyramidelosen. Leute. Und das ist mir
besonderes Bedürfnis, das nochmal herauszustellen, dass das eine sehr gute Auswahl war. Also das Cash-Pyramide-Los, habe ich immer gesagt, das ist ein Glücksbringer. Der Rubbelkönig macht ernst. Keine Frage. Ja, du hast ja auch noch so ein paar Lose. Komm, da zeig mal, was du noch Truffe hast, außer Zahnbelach. Rubbelfreunde, in Runde Nummer 4 liegt vor mir eine sehr gewagte, aber durchaus solide Dreierkombination einiger 7-Lose aus dem Rubbelportfolio von Lotto Hessen. Ja, man nennt es auch Trio Infernale. Genau. Diese Kombination. Also wenn man das im Kiosk sagt, da weiß jeder, was gemeint ist. Im Prinzip, so ist es, Rubbelfreunde, so ist es. So ist es und wir fangen an mit Rubbel die 7, denn damit hat es eben eigentlich ganz gut funktioniert, Rubbelfreunde. Ja. Oh, falsche Richtung. Das war ein klassischer Vorruppler, das ist aber nicht schlimm, das passiert mir auch manchmal. Selbst dem größten Profi passiert das mal. Hat der Rubbelkönig eben ordentlich vorgelegt. Hoffentlich auf den letzten Metern, aber das ist eine Niete. Die goldene 7 ist auch gefährlich. Kannst du dich nur erinnern, als meine Mutter in der goldenen 7 mal 100 Euro gewonnen hat? Kann ich mich noch dran erinnern. Wir konnten es alle nicht fassen. Die hat nie Glück sonst. Das ist richtig. Bei Rubbellosen. Schon hin und wieder, aber nicht 100 Euro, ne? Nee. Die heiße 7 bringt uns kein Glück. Rubbelfreunde, wie holen wir denn die 14 Euro aus der Runde eben wieder auf? Ich glaube gar nicht. Vom Rubbelkönig. Meine persönliche Meinung. Wird es das erste Duell seit Epochen sein? Dekaden. Dass wir wieder gewinnen, dass wir wieder verlieren? Ich kann es nicht. Wer ist überhaupt wir? Ich bin aus dem Wind, ich bin durch den Wind. Wir zwei, ich weiß gar nicht. Rubbelfreunde. Wer ist Freund, wer Feind, das ist manchmal einfach undurchsichtig. Wirklich wahr. Die goldene 7. Wir suchen die 7, dann ist der Betrag daneben gewonnen. Finden wir den Goldbarren, verdoppelt sich der daneben stehende Betrag. Und beim Joker-Symbol haben wir alle Beträge gewonnen. Hoffen wir mal aufs Joker-Symbol. Aufs Joker-Symbol, Rubbelfreunde. Wir sind hier nicht bei Batman, aber ich hoffe, den Joker kriege ich zu Gesicht. Oh, Rubbelfreunde, ich bin ganz nervös. Eine 9 ist keine 7. Also du hast in Mathe aufgepasst. Also letzte Chance, Rubbelfreunde. Nein, das gibt es doch nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich gönn's dir von Herzen, mein Schatz. Es ist doch noch nicht vorbei. Ich jetzt hat der Rubbel-Großmeister nochmal die Möglichkeit, mit seinem letzten noch mehr zu gewinnen. Ja, das stimmt. Der Rubbel-Schwarzgurt hat jetzt noch einmal die Möglichkeit, in seiner letzten Runde, in der 5. Runde, mit seinem Lieblingslos, dem Platin-7-Rubbellos, hier nochmal wirklich den Deckel drauf zu machen. Es ist ein schönes Los und hiermit werde ich hoffentlich auch noch einen Gewinn einfahren. Wir benötigen die 7-Stern-Symbol oder das Geldbündel-Symbol. Ist dir was an der Platin-7 aufgefallen? Ja, die sieht schön aus. Mir gefällt das neue Design. Die sieht anders da aus, wie wir in Nordhessen zu sagen pflegen. Aber schick, ne? Ja. Richtig schön. Ist glitzert weniger, aber sieht edler aus, finde ich. Ja, genau. Ja. Die 7 kommt mehr raus. Und edel kann ich. Das ist ja hinlänglich bekannt. Du suchst eine 7 oder einen Stern, ne? Ich suche eine 7, Stern oder ein Geldbündelsymbol. Genau. Mal gucken, welches der drei Symbole wir hier finden. Die 7 ist ja so halb Symbol, halb Zahl, ne? 11. Oh. Rubbelfreunde, wenn ihr ein Los habt und es sieht so aus und da ist so ein dicker Strich, da wisst ihr, hallo 7! Ja, und was ich da gewonnen habe, das rubbeln wir natürlich erst am Ende des Loses auf, weil ich hier die Rubbelkönigin... Ja, was möchte ich machen? Du bist kein guter Gewinner, Schatz. Ich bin kein... Doch. Hier die 20. Ein paar Möglichkeiten gibt es noch, einen Doppelschlag hier auszuführen. Und eine 10. Rubbelfreunde, jetzt ist es soweit. Was erwartet uns hier? Es erwarten uns 10 Euro, die ich nochmal auf meinen bisherigen Gewinn draufpacke. Und damit sind meine Lose sozusagen auch aus. Meine Munition ist weg. Du hast jetzt noch in deiner letzten Runde die Chance, hier den Spieß umzudrehen.
Nachspielzeit, Rummelfreund. Aber wenn ich am Spieß hänge, ist der Spieß sehr schwer umzudrehen. Das ist richtig, Rummelfreund. Runde Nummer 5, Rubbelfreunde, oder wie der Rubbelkönig sagen würde, die letzte Chance für die Rubbelkönigin, noch irgendwas zu gewinnen. Das ist richtig. Duell mit der altbewährten Magic Pearl. Ich muss nicht viel zu erklären, es ist ein gutes, solides Los. Wir suchen die Perle, die Halskette oder das Geldbündelsymbol. Bei der Halskette haben wir sofort 100 Euro gewonnen, beim Geldbündelsymbol alle 15 Beträge und bei der Perle der Betrag, der daneben steht, Rubbelfreunde. Ich höre auf zu reden, es geht los. Ja, bei dem Los ist so, alles kann, nichts muss. Ne? Es können hier 3, 4 Perlen kommen. Perle! Nein. Rubbelfreunde, drückt mir die Daumen für noch eine Perle. Ich kann sie wirklich gut gebrauchen, um hier noch zu gewinnen. Also, irgendwann ist ja auch mal gut, unter uns gesagt. Eine Uhr. Ein Kelch. Barren. Mit diesem Barren hätten wir in der goldenen 7 ordentlich gewonnen. Hat sich der Betrag daneben verdoppelt, aber naja. Naja. Börse und die letzte Chance, noch eine Perle zu finden. Nein. Jetzt bin ich aber gespannt, was da... Ich auch, Rubbelfreunde. Ich auch. Wir rubbeln jetzt den Gewinn auf und es sind... 10 Euro. Rubbelfreunde, es sind 10 Euro. 10 Euro mit einer Perle in der Magic Ball. Wow, das war eine Rubbelei. Wollen wir jetzt mal schauen und die Gewinne nochmal in die Kamera halten? Es wird bei mir nicht, also ja. Ja, das Zählen dauert bei mir nicht so lange. Rubbelfreunde, es ist wieder soweit. Der Rubbelkönig hat was übersehen. Ja, Rubbelfreunde, anscheinend war ich in der ersten Runde noch so ein bisschen blindfischmäßig unterwegs. Denn beim Fettebeutelos habe ich natürlich hier den Bogen erwischt und mit dem Fettebeutelos 1 Euro gewonnen. Der ist dann in der ganzen Rubbelei untergegangen und jetzt erst aufgefallen, als ich nochmal nachgeschaut habe. Wie kann sowas passieren, fragt man sich. Das muss es Adrenalin sein, was da freigesetzt wird und zack, übersieht man den Bogen. Das Zusammenrechnen hat jetzt etwas länger gedauert, weil ich sag mal, die ganzen Lose von mir, die er kontrolliert hat, mussten wir ja nochmal gegenkontrollieren, Rubbelfreunde. Ja, aber das tut der ganzen Sache natürlich keinen Abbruch. Wir kommen jetzt mal hier zu der Zählung, denn ich habe hier tatsächlich 5 Euro mit den 1-Euro-Losen gewonnen. Ne? Hier haben wir schon mal 5 Euro, dann haben wir hier... Sicher. Ja, da bin ich mir sicher. 2 Euro macht 7 Euro. Dann haben wir hiermit haben wir 10 Euro gewonnen. Und hier mit 4 macht 14 Euro in Summe. Plus... Willst du dir aufschreiben? Du bringst mich hier völlig durcheinander. Entschuldigung. Wir waren bei 7 plus 14 macht 21 plus 10 Euro... 31 Euro, die ich gewonnen habe. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Herzlichen, ja, danke schön. Jetzt wollen wir natürlich aber auch nochmal deine Lose ins Bild holen, ja, und deine Gewinne begutachten, denn das lief ja auch gar nicht so schlecht. Wir haben hier 10 Euro mit dem Magic Pearl Black Label Los gewonnen. Dann haben wir mit der Rubbel die 7 zweimal jeweils 3 Euro gewonnen. Richtig. Auch ein feines Los, das muss man an der Stelle sagen. Und... du hast mit der heißen 7 noch heiße 2 Euro gewonnen. Macht in Summe 16 Euro, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Bist du dir wirklich sicher? Ich bin mir... Du hast dich verrechnet. Echt? Ja. 18 Euro, natürlich. Jetzt bin ich ja wirklich völlig aufgelöst, Rubbelfreunde. Aber ich kann feststellen, dass ich hier nach Punkten gewonnen habe. Ist nicht schlimm, Schatz. Ich kümmere mich um alles. Dankeschön. Rubbelfreunde, ich habe seit Jahren mal wieder ein Duell gewonnen. Das ist doch wirklich eine schöne Sache. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Ich gönn's dir von Herzen. Die Rubbelfreunde auch. Dankeschön, war Rubbelfreunde. Nötig. Ja. Jetzt können wir erstmal wieder lange, lange nicht gewinnen bei dir. Ne? Ja, ich brauche die Revanche jetzt nicht unbedingt nächste Woche. Ne? Das kann sich erst jetzt noch mal weiter hinziehen. Ich denke, das sollte man erstmal so lassen, den... ja, Erfolg habe ich verbucht, aber ich bin da ja auch wirklich ein guter Gewinner. Ne? Du hast ja auch toll gerubbelt, wirklich. Ja, ich bin die Siegerin der Herzen. Rubbelfreunde, das war dann der Rubbelspaß. Mal wieder zusammen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich euch auch. Ja. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Service-Hinweis. Ja. Denn mit den Gewinnen passiert Folgendes. Diese schönen Gewinne, die wir hier rausgerubbelt haben, sogar den übersehenen hier, könnt ihr gewinnen, indem ihr an dem
Facebook-Gewinnspiel von Lotto Hessen teilnimmt. So funktioniert der Spaß. Nämlich geht auf die Facebook-Seite von Lotto Hessen und checkt das Gewinnspiel auf jeden Fall ab. Das war es dann von uns. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Richtig, liebe Rummelfreunde, es war wirklich sehr schön, wieder dabei zu sein. Auch wieder mal vielen herzlichen Dank an Lotto Hessen, dass ich mitmachen durfte. Und wir sehen uns dann übernächsten Sonntag und da könnte man schon langsam auf die Idee kommen, welche Rubbellose da weggerubbelt werden. Was haben wir für eine Zeit? Rubbelfreunde, was fängt bald an? Und diese Lose, die da neu rauskommen, werden weggerubbelt. Es wird ein Fest im doppelten Sinne. Ja. Rubbelfreunde, macht's gut!